Na, holla die Hopp oder was? Willkommen zurück, Freunde. Wir spielen weiter Skyrim und gehen jetzt los, gucken, was dieser Hof ist. Unser Hauptziel ist so ein Honiggut-Dingensbums. Da sollen wir den Tresor leer räumen, die Bienenstöcke anzünden. Damit das mit der Diebesgilde endlich mal ordentlich anläuft und so weiter. Schön Wetterhof. Ist hier das Wetter schön? Hi. Wenn ihr etwas Geld braucht, könnt ihr uns gerne bei der Feldarbeit helfen. Okay. Wenn das so, ich ernte hier mal den ganzen Scheiß ab. Oh, den Weizen behalte ich aber, das sage ich euch gleich. Hier ist es nicht sicher. Hier laufen Diebe herum, die alles stehlen wollen, was man besitzt. Ich fürchte, wir können euch als Gast nicht viel anbieten. Ich verkaufe Kohl und damit meine ich nicht Helmut. Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. So, 10 Kohl, 20 Gold. Naja, ich verkaufe auch Kürbische. Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Naja. Also gut. Oh. Hey, wo ist denn der Typ hin? Nicht einfach abhauen. Hat er Gold? Im Namen des Jahr. Keine. Oh, beim letzten hat's jetzt, oder was? Ich kann sogar dafür sorgen, dass sich all eure Probleme mit den Wachen in Luft auflösen. Hab ich den gerade gestochen? Aber das wird euch was kosten. Was sagt ihr? Ja, hallo. Ist erledigt und jetzt geht, bevor ihr mich in Schwierigkeiten bringt. Hab ich gut gemacht. Hi. Wer in Azuras Namen seid ihr? Was mit eurer Burg geschehen? Vor ein paar Tagen sind Diebe aus Rifthorn hier eingebrochen und haben ihn gestohlen. Könnt ihr euch das vorstellen? Sie haben unseren einzigen Wertgegenstand mitgenommen. Die Kuschelkuh im Hintergrund. Wenn ihr den Mumm habt, zum Rattenweg zu gehen und meinen Bogen zurückzubringen, zahle ich euch so viel ich kann. Ich werde sehen, was ich tun kann. Danke. Es wäre schön, ihn wieder zurückzuhaben. Er bedeutet mir sehr viel. Hattet ihr Ärger mit Dieben? Macht ihr Witze? Wir sind ganz allein hier. Bis auf ein paar Wachen, die sich einen feuchten Kehricht um uns scheren. Für Diebe, die uns alles abnehmen wollen, wofür wir so hart gearbeitet haben, sind wir leichte Beute. Sie haben mir nicht nur meinen Bogen gestohlen, sondern auch unser gesamtes Geld. Denen ist nichts heilig. Entschuldigung. Der Rattenweg befindet sich irgendwo unterhalb von Rift. Er dürfte nicht schwer zu finden. Ich finde die einfach so knuffig, wie die schon immer gucken, Mann. Ihr hättet nie im Namen des Jahres. Keine Ich kann sogar dafür sorgen. Ist erledigt. Und jetzt geht, bevor ihr mich. Was Genug. Das reicht. Wer hat denn die Treffer. Ja, das mit dem Bogen ist eventuell gescheitert. Ich reiße euch das Herz raus. Und wieso ist jetzt der andere Hofdepp angeblich tot? So ganz verstehe ich nicht, was hier gerade gelaufen ist. Aber... Also... Warum? Ist irgendwie alles ein bisschen schief gegangen. Ach, wahrscheinlich hat die Spinne den Typen gekillt, als der wegrennen wollte, kann das? Das ist alles ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, das gebe ich gerne zu. Wir gehen einfach weiter und tun so, als wäre das alles niemals nie irgendwie geschehen. Hier ist auch noch eine schöne Banditen-Fehestung. Und das gut hier mitten auf dem Wasser, das ist angeblich richtig gut gesichert mit Söldnern und so weiter. Also könnte eine Herausforderung werden, das Ganze durchzuziehen. Töten darf ich ja eigentlich nicht besonders viele Leute, habe ich mir sagen lassen. Außer den Gutsbesitzer vielleicht, aber auch das wäre ein bisschen blöd. Boah, die haben echt eine Festung draus gebaut, du. Heilige Handgranate. Naja, wir gehen jetzt zunächst erstmal hier hin. Und sehen mal, was sich hier machen lässt in der Festung. Hunde? Und das soll mich jetzt beeindrucken, sagst du, ja? Wer will?
Ich sag's euch, ich komme nicht da hoch. Ich muss hier sowieso rein, um hochzukommen. Von daher gucken wir mal, was hier drinnen abgeht. Ja, hier geht es jetzt aber eher nach unten als nach oben. Was? Na komm, hau drauf. Denkst du, ich habe Angst vor dir? Ja, komm, level meinen Flocken. Level es, habe ich gesagt. Level mich hoch, du Plauze des Untergangs. Meine Güte, das braucht ja ewig. Dankeschön. Auf 69 schon. So, jetzt ist Ruhe. Ich danke dir für die ganze Blockerfahrung, aber ansonsten kannst du mich mal relativ. Die Heilung durchströmt meinen Body. Und meinem Maß nenne ich ab jetzt Index. Da haben wir dann Body Mass Index. Oh, der Peter hat so intelligenten Humor. Hallo. Darf ich dich rauslassen, ohne dass du böse auf mich wirst? Nee, anscheinend nicht. Ich wollte dir helfen, du Schwein. Was? Helfen, das ist, wenn man jemanden zur Hand geht. Du, ich komm hier nicht weiter. Hau ruhig drauf. Jedes Top-Level hilft. Na gut, das lief jetzt nicht so, wie ich es gern hätte. Ich hoffe, die haben hier einen richtig schönen Hauptmann, der mich ein bisschen leveln kann. So. Ich knack so gerne Schlösser. Oh nein. So, geschafft. Hier ist alles abgeschlossen, das ist sehr gut. Sind zwar keine schwierigen Schlösser, aber jedes geknackte Schloss gibt mir ein bisschen Erfahrung. Aua. Haha. Nicht rumblitzen, ich mag das nicht. Das tut nämlich schlimm, aua. Was? Aber zum Glück habe ich Blitzresistenz, genau. Blitzresistenz auf meine Rüstungen draufgeklatscht wie ein Blöder. Das hat mir doch gerade ganz schön den Arsch gerettet. Hey! So, Schlösserknacken haben wir schon mal verbessert. Geh mal weg. Oh, hier geht's noch weiter. Hey, du warst ja nicht abgeschlossen. 10 Gold, 3 zu 1 auf Weiß. Hört sich an wie leicht verdientes Geld. Geht klar. Los, level mich hoch, du Sau. Level mich, leveln. Mehr habt ihr nicht drauf. Ihr habt gewonnen, wie ihr fähig seid. Hey. Irgendwie war der schon tot. So, was haben wir denn hier? Dietrich Gold.
Oh, und wieder viel, das wir knacken können. Sehr schön. Oh, Meisterschlösser sogar dabei. Da hagelt es wieder viel Erfahrung, wenn wir das aufbekommen. Verdammisch. Na, Meisterschlösser sind halt doch schon ein bisschen was anderes, ne? Die sind nicht solche Deppenschlösser. Ah, das war zu viel des Guten, okay. Oh, Meisterschlösser sind wirklich penetrant. Hab's. Oh, hier geht's nicht weiter. Ich hatte gehofft, hier kommen noch mehr Käfige in der Ecke. Hier haben wir noch ein Meisterschloss. Sehr schwierig das Ganze, muss man gestehen. Aber ich kenne die ungefähre Richtung schon mal. Na? Das gibt's echt nicht. Och meine Herren. Aber in die Richtung ist es auch nicht. Das ist echt gerade komplett kade, die Jodot. Hab's. So, Freunde. Ich wollte die Goldmünze, ihr Schweine. So, was haben wir hier? Dietrich und Gold und noch viele Rollen. Geht's denn dahin? Eiswolf. Das war aber ein Eiswolf. Lass mich doch mal durch hier. Okay, hier ist alles so ein bisschen überflutet. Hier unten gibt es nichts Spannendes mehr. Was ist denn hier? Oh, oh! Gut, das war jetzt auch nicht unbedingt was Tolles. Ja. Habe ich was übersehen? Aber es gibt hier keine Hebel oder Knöpfe. Oder ist hier was? Hier ist was. La 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 la. Was haben wir hier? Eine Holztür. Halt die Klappe und gib das Feld auf. Oh ja, haut drauf. Block mich. Nee, hau mich. So. Oh. Hier haben wir einen richtigen Obermacker. So, und auf den Schreck heilen wir uns jetzt erstmal, oder was? Zeit zu stoppen. Das war schon alles. Mehr habt ihr nicht. Wir sind verloren. Rückzug. Mehr
Habt ihr nicht drauf? What? Weg ist der Köb. Was haben wir hier noch? Gold her. Gold, das Zeug ist natürlich viel wert, aber man ist dann auch so fürchterlich überladen. 38, die kann ich aber noch mitnehmen gerade so. Für alles andere kommt die Hilfe zu spät, sage ich euch. Ja, wo muss ich denn jetzt wieder lang? Na, hier oben geht's ja schlecht, also muss ich schon hier lang. Oh! Lassen wir die Spielchen. Für der Spitzhacke, ist es dein Ernst? Dietrich und Gold, ach, ist es Holt. Los, versucht doch euch zu wehren. Wieso kann ich den nicht blocken? Mal sehen, ob du hier fähig seid. Gute Nacht. Der wollte sich irgendwie nicht von mir blocken lassen. Das fand ich komisch, wie ich trage so viel. Ich habe doch gar nichts groß mitgenommen. Jetzt habe ich irgendwas Falsches gedrückt. Eigentlich nicht. Blöde Eisendolch, wir brauchen die, die sind eh nichts wert, hau weg. Double Licht! Eine Schmiede. Mit einem Schloss. Wo ist der denn? Na gut, das ist alles Eisenerz, das brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Bin ich hier schon wieder? Ach, das ist die andere Seite. Hier waren wir schon von der anderen Seite. Oh oh. Meister! Meister auf Kleister, oder was? So eine Scheiße mit der Scheiße hier. Oh, fast! Ich versteh's gerade nicht so ganz. Ja, also es muss definitiv in dem Bereich hier unten sein. Ah! Himmelsrand! Sind wir jetzt eine Etage höher mal gelandet oder was? Nee, hä? Warte. Ach lol, wir sind jetzt auf der anderen Seite. Das kriege ich nicht geknackt. Gut. Warum seid ihr alle tot? Hier habe ich nichts gemacht. Ey, kann ich nichts für. Surprise, surprise! Oh, keiner da. Na gut. Wieder eine Kiste. Eine brennende Fackel in einer Truhe. Warum nicht? Hä? Wer?
Wie komme ich denn da rüber? Also jetzt wirklich und so, wie komme ich denn da rüber? Ach, von hier hinten. Glaube ich. Na, das sieht doch vielversprechend aus. Was ist das hier schon wieder für ein Eingang? Eine Expertenholztüre. Na, aber die lässt sich doch relativ leicht öffnen. Hä? Okay. Machen wir es so. Überall Schlösser. Finde ich gut. Hat sie geblitzt? Hört mal auf damit. So, Freunde, hier drin ist doch bestimmt der Hauptmann. Wie, das war's? Sonst nix? Veränderung verbessert. Von mir aus. Oh. Die nehmen wir mal mit. Ich meine, schön ist die Festung, aber viel zu bieten hatte sie wirklich nicht. Ja, damit haben wir die Sache erfolgreich beendet und beim nächsten Mal gehen wir auf diese Festungsinsel. Bin ich mal gespannt, was wir da so alles erleben werden, Freunde. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Macht's gut.